on planet number three. Modern man's got prehistoric gravity. A colossal fossil view, unlike anything before. Between the reckless raptors and the extreme dinosaurs. Extreme, extreme, extreme dinosaurs. Tails that snap like thunderclaps, talking, stalking, raptor traps. Extreme, extreme, extreme dinosaurs. The plastic and Jurassic form. Ich will in 3 Minuten in der Luft sein. Schwingt die Schuppen, ihr schlappen Schleichen, legt einen Zahn zu, ihr Zecken. Ich hetze ja schon. Ich hetze schon. Vorsicht, du Blindfisch. Hilf mir, die Rampe anzuhalten. Dieses Fahrzeug heißt nicht ohne Grund Debakel, Bolide. Wenn du Mist baust, erwartet dich ein Debakel, wie du noch keines erlebt hast. Hast du das kapiert, du jämmerlicher Jammerlappen? Sehr gut. Dann zurück an die Arbeit. Verstanden. Jawohl, Sir. Ich brauche genügend Entlaubungsgift, um alle Wälder auf dieser verfrorenen Eiskugel, die sich Planet nennt, zu vernichten. Beeilung, macht schneller. Wälder? Wälder verwandeln Kohlendioxid in Sauerstoff. Man nennt das Photosynthese. Wenn man genug Wälder vernichtet, steigt der Kohlendioxidgehalt der Luft an. Und es ergibt sich eine globale Erwärmung. Wir müssen handeln. Wartet, Artikel 338 Absatz 4 verlangt besondere Vorsichtsmaßnahmen bei besonders verwegener Vorgehensweise. Shedra, ich bin eine besondere Vorsichtsmaßnahme. Machen wir Gefrierfleisch aus ihnen. Los! Oh, du Hohlkopf! Wer, ich? Ich sehe keinen anderen Hohlkopf in unmittelbarer Nähe. Du bist sogar ein ganz besonders hohler Hohlkopf. Versuch mal einen neuen Superglitter. Widerlich. Wo willst du denn hin, Glibbergurke? Ich finde diese Tätigkeit extrem unbefriedigend. Versteinern wir sie, Jungs! Entlauben wir sie! Oh, diese Flüssigkeit vernichtet Pflanzen. Für uns ist sie sicher auch kein Erfrischungsgetränk. Danke für die Luftunterstützung, Flattermann. Wohin sind die verschwunden? Wen interessiert das? Hauptsache, sie sind verschwunden. Und jetzt beeilt euch, wir müssen den Debakeldecker beladen. Was ist denn passiert? Hey, ihr schädigen Schutzschuppenträger, was fällt euch ein? Sie ignorieren uns offensichtlich. Hey, Dummquappe! Ey, war dieses Regal eben nicht noch viel kleiner als ich? Nein, wir waren größer. Oh. Der Blitzeinschlag hat in der Flüssigkeit eine chemisch-elektromagnetische Reaktion ausgelöst, die zu einer Reduzierung unserer... Stacks! Stacks! Hinter dir! Hä? Ah. Eine Riesenratte. Ja.
Morsezahn! Auch wenn ich so klein wie eine Fliege bin, ich bin noch immer der Oberspike. Also was geht hier ab? Wie lange dauert das Zwergenspielchen? Ich weiß nicht, ob die Wirkung überhaupt jemals nachlassen wird. Da! Die Raubsaurier standen! Wir müssen sie aufhalten! Kommt mit! T-Bone, wir sind nicht größer als eine Biene! Kann sein, aber ich habe einige Bienen erlebt, die ziemlich böse zugestochen haben. Und jetzt kommt endlich! Und was ist mit der Ratte? Komm her, Pelzgesicht! Versuch doch mal, mich zu fangen! Alles klar, erster Einsatz der Regenwald am Amazonas. Los, Jungs, beeilt euch! Ich habe von diesem Debakeldecker gelesen. Streng geheim. Ausgerüstet mit der allerneuesten Technologie. Unzerstörbare Titanium-Umhüllung. Für Radargeräte absolut nicht zu orten. Man nimmt an, dass man den Raumgleiter nicht abschießen kann. Wir werden sie zur Landung zwingen. Wir haben keine Wahl, wenn wir den Planeten retten wollen. Wir starten! Nochmal gut gegangen. Seht ihr, Kinder leicht zu steuern. Befestigt die Giftkanister. Wenn man so klein ist, kann das ausgesprochen gesundheitsschädlich sein. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Vorsicht! Ja. Jungs, hier geht's lang. Möglicherweise haben wir von hier eine bessere Chance, das Ding anzuhalten. Wir müssen den Abwurfmechanismus finden und ihn außer Kraft setzen. Dann kann Bad Rap seine Entlaubungsgifte nicht benutzen. Bullseye, du erkundest die Lage, aber sei vorsichtig. Roger, Holger, over und Abflug! Er hat in der letzten Zeit so viele alte Kriegsfilme im Fernsehen gesehen. Ich kann noch nichts entdecken! Wenn die Raubsaurier die Maschine mit Höchstgeschwindigkeit fliegen, müssten sie in 15 Minuten über dem Amazonas sein. Hast du was herausgefunden? Nichts, aber ich bin nicht bis zum Cockpit durchgekommen. Vielleicht ist er dort. Wir müssen den Abwurfmechanismus finden. Ich gehe. Ich habe da eine Idee. Noch 14 Minuten und wir lösen auf diesem Planeten eine Hitzewelle aus, die niemals enden wird. Später! Fertig machen zum Abwurf der Entlaubungsgifte. Würde ich ja gerne, aber ich weiß nicht mehr, wo sich der Abwurfmechanismus befindet. Unter dem Cockpit natürlich, du inkompetenter Ersatz-Leguan. Was ist da? Der Abwurfmechanismus für die Giftkanister, du Kaulquappenhirn. Das weiß ich doch selbst. Und warum fragst du andauernd wo... Ach, vergiss es. Sorg gefälligst dafür, dass alles funktioniert, oder du wirst ein sehr trauriger Saurier. Er ist schon ein tief trauriger Saurier. Das könnte lustig werden. Nicht so traurig wie du, Hex. Du hast so viel Verstand wie eine ausgestopfte Blindschleiche. Das ist nicht wahr. Nimm das zurück. Was soll ich zurücknehmen? Was ist los mit dir, Hex? Ich meine, außer deinen üblichen Störungen. Na los, Weichheisaurus, antworte ihm oder bist du zu feige? Das reicht, ich esse dich auf Toast! Ist das zu spät eigentlich? Ich will das so zurücknehmen! Aufhören, Schluss, ihr beiden! Ich hab kein Wort gesagt! Das behauptest du immer, du Flugsaurierhirn! Oh, das war hässlich! Ein Insekt! Ich hasse Insekten! Überlass das Käferchen mir! Mich fängst du nie! Gehappelt's aus! Da kommt Bonsai!
Bullseye, Bullseye! Wer hat denn den Trottelsaurus eingeladen? Bullseye, pass auf! Keine Bange, T-Bone, der ist langsamer als ein Brontosaurier mit Übergewicht. Lass mich raus, Drecksex! Oh nein, er hat Bullseye gefangen. Oh, Käfer sind nicht unbedingt mein Lieblingsessen, aber diesen werde ich sehr genießen. Hey, nein, warte mal einen Moment, ich will hier raus! Nee. Oh nein! Wir müssen ihn da rausholen! Sag mir wie und ich mache es sofort! Versuch bloß nicht, mich runterzuschlucken, du fehlentwickelter Steinzeitpickel! Ich verpasse dir Bauchschmerzen bis zur nächsten Eisstuhl! Hilfe! Ja, lass mich hier raus, du Pestatemproduzent! Ja! Stax, Chedra, ihr nehmt seinen rechten Fuß. Spike, wir übernehmen den linken. Igitt, Igitt, womit putzt du dir die Zähne? Mit faulen Eiern? Käfer? Überall Käfer. Das ganze Schiff ist verseucht. Ich mache eine Käfersammlung aus euch, ihr widerliches Ungeziefer. Hör auf, mein Schiff zu zertrümmern. Aber es ist von Insekten verseucht. Kannst du es nicht riechen? Es riecht genau wie winzig kleine Dinosaurier. Noch ein Wort über Käfer und du kommst auf die Liste der bedrohten Tiere. Hast du das verstanden? Gut. Und jetzt zurück an die Arbeit. Wirklich gut gemacht, Hackschädel. Entschuldigt den Zwischenfall, aber ich weiß jetzt, wo sich der Abwurfmechanismus befindet. Und wo ist das? Unterhalb des Cockpits. Und wie viel Zeit haben wir noch, Stax? 9 Minuten. Okay, Jungs, legen wir los. Das war aber wieder mal knapp. Käfer. Was ist schon wieder? Nichts, überhaupt nichts. Mistkäfer, verschwindet, ihr habt ihr verstanden? Ich habe dich gewarnt, Hex. Sie sind überall, sieh doch. Nichts, kein Käfer weit und breit. Da sind sie schon, ihr könnt mir nicht entkommen, ihr widerlichen Winzlinge. Klettert unter das Armaturenbrett, ich lenke ihn ab. Du. Und jetzt fresse ich ihn auf. Das wüsste ich aber, du Klotzkopf. Oh nein, ich lass dich nicht noch einmal entwischen. Jetzt reicht es. Später. Gut. Vielleicht können wir uns jetzt wieder unserem Hauptvorhaben zuwenden. Die Zerstörung des Regenwaldes. Wir gehen über dem Amazonas runter. Oh, ich komme daheim, Bullseye. Ich flattere voraus. Thank you.
sieht nicht gut aus. Wir müssen den Mechanismus finden. Jungs, hab ihn schon gefunden. Machen wir Kleinholz aus dem Gerät. Was machen wir jetzt? Tja, wenn wir nicht durch die Vordertür hinein können, versuchen wir am besten mal die Hintertür. Und wie darf ich das verstehen? Vielleicht führt ein Weg durch die Einfüllstutzen an der Außenseite der Maschine. Die Verkleidung der Maschine ist dicht versiegelt. Ich korrigiere. Sie war nicht versiegelt. Wir haben nicht mehr viel Zeit! Wir sind fast da. Entlaubungsmittel zum Abwurf fertig machen. Die Maschine geht runter. Beeilt euch! Schnell, wir müssen den Abwurf verhindern. Wenn ich eine Verbindung zum Zentralcomputer der Maschine herstellen kann, gelingt es mir vielleicht, den Auslösemechanismus... Ich erledige das endgültig und brauche dazu keinen Computer. Mit Gewalt. Aber ich gebe zu, wirkungsvoll. Habt ihr es geschafft? Hey, wir wachsen ja wieder. Liebe und Jungs, wir müssen sofort da raus. Die Wirkung der Chemikalien lässt nach. Ein bisschen eng hier drin. Genau über Zielgebiet. Abwurf der Entlaubungsgifte. Ich kann es kaum noch erwarten, diese Wärme zu spüren. Splitter, wo sind die Entlaubungsgifte? Ich versuche alles, aber es passiert nichts. Ich habe dich gewarnt, Splitter. Keine unliebsamen Überraschungen. Wie zum Hacker. Ich hasse es, ein Geist zu werden. Wir müssen das Ding unter Kontrolle bringen. Ich versuche, die Verkabelung des Steuerungssystems zu finden. Versteinert sie! Auf Wiedersehen, Weichei-Saurus. Abwurf! Jungs, lass mich bitte nicht hängen! So, versuch es jetzt mal! Großartig! Jetzt können wir die Maschine landen! Ich dachte schon, wir hätten dich verloren, aber das lässt sich ja noch ändern! Die Party geht los, Jungs! Fliegen wir heim! Gute Arbeit! Urgewaltig! Sie finden die Maschine auf einer Lichtung. 68 Grad westlicher Länge und 3 Grad südlicher Breite. Over und Ende. Oh Mann, hier ist es echt toll. Nur die Insekten sind lästig. Wo ist die Fliegenklatsche? Andererseits, ich lasse es lieber. Man weiß nie, wer die kleinen Kerle in Wirklichkeit sind.